So, gleich ist es 10 Uhr, gleich bin ich wieder im Business. Business. Back in Business. Heute wird ein bisschen Rundumschlag unten gemacht. Ja, deswegen kann ich ein bisschen Rundumschlag machen, weil das ist mir nämlich viel zu voll da unten. Ich habe so viele Räder jetzt nicht bekommen, die Schrott sind zum Schlachten. Ja, die will ich jetzt einfach so, weißt du? Kurz rausstellen, fotografieren. Weg. Na, was hat das mit dem Rad, was da vom Laden stand, unangeschlossen? Kallern. Einfach eher hingestellt, ja. Man stand ja vormittags nicht da. Dann kann ich ein bisschen was machen, ist ja auch schön. Ich habe noch ein paar Autogramme, die ich noch identifizieren muss hier. Ist noch so ein kleiner Stapel. Das ist noch, auch noch Aufgabe. Denn in der nächsten Freizeit, die ich habe. Ja, warum bist du denn so? Was ist denn los? Unsere Kinder sind völlig, die haben schon hier diesen Gummizellenkoller. Haben die schon, schlagen schon mit dem Kopf hin. Und das? Völlig interniert hier, kommen nicht raus, dürfen nicht, können nicht. Ja. Wir alle haben gesucht und nichts gefunden. Wir haben nämlich einen Umschlag. Vielleicht sollten wir den ins Netz stellen mit der Frage, wer ist der Autograf? Geht ja auch, kann man auch. Ja, voll lustig. Auf eine Suche. Das ist eine Challenge. Genau. Wer findet's raus? Wer findet's raus? Who's this autograph? Oh. Du kannst du mal, bist ja fertig. Bist du fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Hast du hier gefunden, Steven Nagel? Nee, ich bin noch gerade hier dran. So. Mein Lieblingswort. So. Ja. Zeigt mir halt immer wieder, dass man noch lange nicht fertig ist. Will ich noch nie sein, glaube ich. So. Schon wieder ein So, habt ihr gehört? Erstmal aufnicken. Stückchenweise, das kann ich. Hängen lassen. Zack. Ja, so sieht's aus. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt muss ich nochmal eine Abmoderation machen, obwohl ich noch gar nicht aufgenommen habe und heute ja kein Vlog zusammenkommt, weil nämlich alle Aufnahmen abgerauscht sind. Also ich brauche wieder neue Karten. Geht nicht mehr ohne neue Karten. Ich muss neue Karten wieder bestellen, weil ich glaube, die liegt tatsächlich an den Speicherkarten, die nach einer gewissen Anzahl von Aufnahmen und Formatieren und so weiter dann einfach nicht mehr aufnehmen vernünftig. Ich habe die ganze Zeit aufgenommen. 7 Stunden. Ich habe mich schon geärgert. Vor allem hat er mir angezeigt. Er hat mir angezeigt, 7 Stunden. Aufnahme. Der hat mir angezeigt, das Ding ist gleich voll. 7 Stunden und 36 Minuten halt aufgenommen. Und dann lade ich das, will ich das jetzt alles laden und nichts. 25 Minuten Aufnahme. Oh, das ist ärgerlich. Ey, tut mir leid. Also heute wird es nicht mit dem Vlog. Nur als kurze Info. Wir sehen uns morgen wieder. Ärgerlich. Oh. Next day. Wirklich? Wie gesagt, die Aufnahmen von gestern kann ich gar vergessen. Da ist nichts rauszuholen. Deswegen probieren wir es heute erneut. 8.08 Uhr, ich bin müde. Eigentlich bin ich nicht müde. Nur fertig. Mama macht Pancakes. Alle gucken zu. Oder machen mit. Ach, da hinten bist du. Moin.
Dann haben wir hier auf Zahnfleisch. Alter Mann! Hallo, halte auf die Regel, auf die Corona-Maßnahme, okay? Vorbei, oder was? Was vorbei? Die Corona-Maßnahme? Ich hab gerade aufgemacht, kommt gleich raus, die Absperrung. Ja, scheiße. Mal um das Radl fest und dann geht's los, mal zwei glatte Reifen hier zu machen. Das geht schnell und einmal umsprechen. Okay, Bridgestone. Bridgestone ST6. Stainless Steel. Schwer ist es wie Hund. Aber ein schönes Rad. Hat nur vorne Platten, das müssen wir jetzt machen. Fange ich mal an und bin gleich fertig. Next. Vielleicht macht man so einen Laden auf, so wie so ein Drive-In, aber nur für Schlauchwissen. Das habe ich damals von der Bachmannstraße Manche Reifen lohnen sich ja nicht zu reparieren. Da wissen wir, die ist in der Woche wieder da, weil ich hab's ja gesagt. Naja. Er hat kein Geld. Steuerratzlocker. Da bin ich aber richtig zufrieden mit mir. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, nicht immer hier von wegen, alter Mann, ich schaff nicht mehr, oh, mir tut der Rücken weh. Geht doch auch mal so, positiv. Ja. Macht doch auch Spaß denn. Genau. Wenn das jetzt noch gut fährt, tippitoppi. So, der Porno ist auch fertig. Hinterrad war ich nicht dran. Gänsehaut. Ich liebe Ordnung. Naja, guck mal, wie das aussieht hier. Schabby Schicker, Limburock, The Twist. Nur das fliegt jetzt gerade nicht hin. Kann die Decke nicht auf. Krieg schon nicht einen Krampf im Finger. Also ja, krieg ich auch eine Decke. Ja, ja. Wenn du nicht volle Pulle drauf hebst. Auf die Decke erstmal. Ganz schön gesetzt. Das Schutzblech hier ist vom Mifa, oder? Oh, das muss ich mal halt einstellen hier. Ich habe gerade nicht genügend Power in der Hand. Papa kommt, ey. Jäckchen überziehen.
So, jetzt. Letzte Runde. Dann mal wieder vor. Na, wir fertig. Alles schön, Ventilo freilassen. Wunderbar. Alles locker, aber noch nicht hier. Ich entführe dir mal eine Mutter. Die hat da nicht beigelegt, wa? Nee, doch. Liegt wahrscheinlich da. Nicht! Alles gut! Was machen wir jetzt? Was wollen wir jetzt? Ach, diese Kettler Jeans Bike. Kettler Jeans Bike. Noch nie gesehen. Ich meine, jeder kennt Kettler Alurad. Aber ein Kettler Jeans Bike. Ja, da steht's. Jeans Bike. Geiler Lack. Ich würde schon wegen dem Lack würde ich den Rahmen kaufen. Das glaubst du ja nicht, wa? Ich meine, so ein Kettlerrad will kein Mensch mit dem Kettlerrad haben. Tobi würde wegen dem Lack das Rad kaufen. Nur wegen dem Lack. Ich wollte sagen, ein Nachteil hat dieses Rad, und zwar kann man es nicht hier einklemmen. Weil sobald man den Lack hier einklemmt mit den Dingern, platzt der ab. Weil diese Grundierung bei den Kettlerrädern ist miserabel. Wie auch immer, jetzt ist es kaputt. Und das war eine Sonderedition. Das war eine Sonderedition hier, 100%. Ja, was ist denn da los? Warum läuft da nicht richtig? Na, wenn du dich mit dem Rücken nicht ausgetobt hast, kriegst du gleich noch eins. Das läuft ja, also leuchtet, aber ich mach hier minimal invasiv. Der schreit immer weit rum, der Wolfgang da. Ja. Ich hab noch gerade schreien gehört, das war Wolfgang. Echt? Ja, ja. Ja, leuchtet halt irgendwie, wa? So, schaut euch an hier. Guck mal, wie verrottet und verrostet das ist. Dann ziehen wir jetzt hier raus, diesen langen Zug hier. Müssen wir tauschen. Ah, oh, hier oben, was ist denn hier mit dem Bremshebel? Oh, mal 9. Bleib vernünftig den Bremshebel ran. Soll ich sie mal anrufen? Oder hast du ihr das gesagt? Nee, habe ich ja nicht gesagt. Plastikhebel, unbedingt ab. Unbedingt ab. Bremshebel ran. Hallo, der Tommy aus dem Fahrradladen. Ich wollte mal nachfragen, wie das aussieht hier, ob wir den Bremshebel nicht auch gleich machen sollen. Einen vernünftigen Bremshebel ran, weil der ist ja aus Kunststoff und also eine gute Bremse wird das nicht werden. So. Genau. Und dann machen wir aber die wenigstens so, dass sie bremst, ne? Und nicht einfach nur so schwammig daherkommt. Also das soll schon ordentlich sein. Genau, dann Rücklicht ist schon repariert, das funktioniert auch wieder, ist alles gut, das war nur so eine Kontaktsache. Und ja, ansonsten kannst du bestimmt dann in einer Stunde abholen. Na dann. Hebelchen ab. Kunststoffhebel, ey, spart euch die. Nur echt so ein Quatsch, braucht ihr euch niemals kaufen. Wenn ihr sowas habt, sofort tauschen. Da habt ihr so viel Bremskraft verloren, glaubt ihr ja nicht. Ersatz, boah, drauf, zack. Dran, Bremse, mehr oder weniger dran.
Tja, also noch das Zeichen einschliefern und fertig. Oh, ja, schönen Dank auch. Ja, ja. Boah, nee, ich werde da mal lieber keinen Klimmzug dran machen. Nee. Kannst hinten am Flächerhaken machen, aber nicht hier. Na, oh, was denn? Müde? Ich denke ja auch immer, manchmal tagsüber, ey, heute Abend kannst du gut pennen. Und dann wird's abends und ich kann nicht pennen. Gehst du nicht ins Bett und ich möchte schlafen, wieso geht das nicht? Ich liege immer noch bis 3 Uhr wach und denke dann, ach, kannst du aufstehen und irgendwas machen? Dann mache ich was und dann, ja, scheiße, es ist schon wieder morgen. Flug meines Lebens. Oh, ist das geil, ist das geil, ey, wenn du das einmal... Wenn du das einmal machst und dann so und das ist so geil. Ging über Feuer, ey. Probier, es ist so Hammer. Wow. Und das bei dem langen Weg, ey. Ja, Feuer war das ja echt ein Alter. Na, dann pumpen wir hier das nochmal auf, war, weil das ist ja. Boah, ist geil. Pokémon. Ja, das dauert noch einen Moment mit der Felge. Also, hier haben wir ein Traumstückchen. Auf alle Fälle Verschleiß ohne Ende. Kann man ja mal nochmal zeigen hier. Da. Aber das soll ja nicht gemacht werden. Nee, nee, sagt der gute Mann. Nee, nee. Bremsen sind wichtig. Hat er recht, weil hier geht nämlich ja nicht mehr. Also, hier exakt mal ja nicht mehr. Doch, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt geht wieder alles. Ich hab den Zug gerade durchgerissen. Was? Ist man ja nicht drin, oder was? Nee, nee. Ah. Irgendwo ist er abgerissen, auf alle Fälle. Ach, ja. Hier, da, den hab ich durchgerissen. Den hab ich aber noch nie geschafft. Ah. An der Stelle? Nicht schlecht. Mir graut's, der so unterwegs ist. Aber jetzt wird das ordentlich gemacht. Das ist ja wenigstens was. Das ist anders. Das ist ja in Ordnung. Jetzt sind immer die, wo du nur so ein bisschen reparieren sollst. Macht Spaß, wa? Was der Kunde. Hier stehen schon wieder wunderschöne neue Schuhe von Scotty Müller. So, und wir sehen uns morgen wieder. Heute hat es ja hoffentlich geklappt mit den Aufnahmen, das werde ich gleich sehen. Laut Anzeige habe ich noch 1:47 zur Verfügung. Gestern hatte ich dann auf einmal noch über 7 Stunden. Warum auch mal. Also, macht es gut, bis dann, ciao. Sagt der Tommy. Hey! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Hey! Hallo! Und weiter! Und weiter! Ja, würde ich mal sagen, fangen wir an. Dann geht es bestimmt schneller. Ja, hoffentlich. Dann habe ich pünktlich Feierabend. Yay! Mit Verstärkung der Kinder. Ich glaube, hier sind die Absperrungen. Nicht, dass ihr euch viel tut. Wieso? Schaff doch! Meine Güte. Papa, nimm mal eine Missenrolle. Papa, Roller. Alles klar. Ah, okay. Ja. Nee, der war relativ aktuell. Ich glaube jetzt 1,5 Monate oder so. Was? Kann ich dir das beibringen?
wo ist denn jetzt der Schlüssel für? Für was denn? Was? Das macht jetzt nicht so hin. Also ich fasse diesen Tag mit dem gestrigen zusammen, weil, wie gesagt, die Aufnahmen vom Dings sind ja nicht geworden vom Montag. Am Dienstag hatten wir jetzt ein bisschen was und am Mittwoch schauen wir mal, was heute kommt. Ja, dann leider. Ja, ich würde es fertig machen, denn. Ach so. Und die jetzt gleich wieder rausheben, sozusagen. Ja, genau. Kann ich mitkommen oder soll ich oben warten? Nee, warte mal lieber oben, weil das ist ja alles interessieren. Okay. Okay, dann stecken wir das erstmal zurück hier. Das ist ja nur ein Bremszug. Ist gut, hört mal hier. Das hört sich echt gut an, wa? Na, das muss man mal machen. Nee, das geht ja hier jetzt nur um einen Einbau von einem Hinterrad. Wenn ich dieses, was ich gestern eingespeicht habe, das hier, unser Radl, nein. Übrigens auch ein Pitlock-System hier. Kann ich nur mal zeigen. Ja. Zu einer großen Nuss. Pitnut. Nicht Pitlock, sondern Pitnut. Vielleicht heißt der so. Also. Andere Seite nochmal 15er. Hallo. Bin gleich da. Da hatten wir jetzt gerade eine längere Beratungsphase außen. Ein Außendiensteinsatz. Ich habe mich vor dem Laden geschraubt gerade. So wie früher. Hat mir richtig Spaß gemacht. War richtig gut. Richtig draußen gesessen, zeig schon. Draußen gestanden und geschraubt. Da am Rad noch schnell Bremsbelag ran, da noch schnell auch eine. Neuen Bremszug drin, an Ratten Reifen. Der lief eierig, der Teig schnell den Schlauch neu eingebaut. War ein Einbaufehler beim Schlauchwechsel. Ach, ist das schön. Ah, das hat Spaß gemacht. Ein paar Leute draußen, die auch gut drauf waren und so. Ach, und dann hat er eine schlechte Bewertung gekriegt auf Google, wa? Heißt das Google Business? Ja. Da war nämlich gestern jemand hier. War das gestern? Ich glaube, das war gestern. Der kam mit dem McKenzie an. Möchte ich die Geschichte mal erzählen? Oh, nein, ja, die Geschichte vom McKenzie. Und jeder Fahrrad-Enthusiast freut sich ja, wenn er McKenzie sieht. Ja, es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt als McKenzie. Na klar, das ist Ironie. Also ich natürlich gleich, oh Gott, ein McKenzie war mein erster Ausspruch. Hm, da ist ja mal viel dran zu machen. Das war ja immer gleich, oh, was ist los, wieso? Ich da, ja, hab ihn nicht erklärt. Also fing dann an mit meinen Erklärungen. Das war auf Deutsch natürlich, ja. Ja, weißt du, McKenzie ist halt so ein Stützig-Firma und da sind eben so, die Qualität ist schlecht und da hast du oft Probleme. Und was ist denn ein Problem? Bremse. Ja, okay, alles klar. Bremse, ja gut. Ist eine Scheibenbremse, so eine Pseudo-Scheibenbremse eigentlich? Diese manuelle Scheibenbremse. Kann man reparieren? Klar, ist überhaupt kein Ding. Kann man alles machen? Ich habe gesagt, weißt du, ich möchte nicht reparieren, weil einfach die Qualität ist so schlecht, dass du auch hinterher wirst du wieder Ärger haben damit und das möchte ich eben nicht. So, dass du dann unzufrieden bist mit der Reparatur. Mhm. Leute, wie gesagt, sagt das Team. Sag, ich möchte das einfach nicht und vielleicht macht es jemand anders, das ist auch kein Thema, aber ich möchte das halt nicht machen, weil einfach die Qualität in der Grundausstattung schon nicht stimmt bei diesen Rädern. Und da hat er sich leider Gottes falsch
Hat er falsch aufgefasst, nehme ich an, weil er hat sich nämlich beleidigt gefühlt. Also so von wegen, ja, hier werden nur Hipster-Räder repariert und so. Ist überhaupt nicht der Fall. Guck dir mal an, ist auch ein Versandhausrad hier. Das ist ja Quatsch. Aber so ein bisschen Anspruch aufs Material sollte man schon. Also ein bisschen Qualität muss das Material schon aufweisen. Halt ansonsten kann ich keine gute Arbeit machen. Das habe ich auch. Da war so ein Kunde dabei, der meinte, na, soll ich das übersetzen? Weil auf einmal fing er nämlich an, Englisch zu reden und meinte so, er versteht das nicht richtig. Na, ich erst mitgekriegt, dass er ja nicht. Ne? So, und mein Englisch ist ja auch nicht so dolle. Also habe ich mich da hingestottert, das gleiche nochmal versucht, auf Englisch zu sagen und der Kunde hat es ja nochmal übersetzt. Und das kam falsch an halt. Also da kam irgendwie an, so nach dem Motto, ah ja, hier werden ja nur Hipster-Räder verkauft und gebaut und gewartet und so eine Billigteile, da sind wir nicht fein genug, die sind uns nicht fein genug und wir sind zu fein für so eine Räder. So was zu warten. Das stimmt natürlich ja nicht. Jeder, der den Laden hier kennt, der weiß ganz genau, ich baue die größten Gurken auch wieder auf und so weiter. Ja, aber eben, es gibt. Ich habe mir einfach Minimalanspruch gesetzt. Und wenn ich sehe, an dem Rad ist noch weit mehr zu machen. Er hat mich gefragt, na, was kostet das denn? Ich sage, naja, lohnt sich nicht. Also für mich, und ich würde es nicht machen wollen. Ich will es einfach nicht machen. Sei nicht sauer. Ich will es nicht machen. Ja, aber das kam so nicht an. Er hat das völlig falsch aufgefasst. Ist das zu irgendeinem anderen Laden gegangen? Ich würde ihm die Bremse einfach eingestellt haben und so. Und dann scheiß drauf. Ja, fahr weiter. Ist ja auch kein Problem. Mir geht es halt darum, dass ich nicht der Letzte sein möchte, der an dem Rad dran war, bevor der arme Kollege damit einen Unfall baut. Ganz einfach. Mir geht es einfach grundsätzlich um die Sicherheit der Kunden bei sowas. Wenn es eine Arbeit ist, die ich vertreten kann, okay, gerne. Aber wenn es eben so eine hoppla hopp und mal schnell und mal eben hier und nicht richtig geguckt und dann hat er doch einen Unfall und dem passiert irgendwas. Das will ich nicht. Das Thema hatten wir schon oft mit diesem Unterschreiben lassen. Aber nee, bevor ich mir unterschreiben lassen muss auf dem Zettel, auf eigene Gefahr und so weiter, sage ich lieber von vornherein, du pass auf, so eine Räder in dem Zustand möchte ich hier leider nicht reparieren. Und wie es aussah, hat er das ja auch noch professionell genutzt. Also so Deliveroo, Lieferando, irgendwas so ein Typ war das. Also so sah halt aus zumindest. Und das möchte ich dann nicht machen. Das möchte ich einfach nicht. Das ist nicht so. Also ja, wie, ob man das nur einmal nutzt oder so, das muss funktionieren. Und wenn das Grundmaterial das nicht zulässt, möchte ich das auch nicht. Naja, kam bei ihm leider falsch an. Was soll man machen? War aber nicht böse gemeint von mir natürlich. Also, das wollte ich jetzt nochmal sagen, klarstellen. Ansonsten kann jeder natürlich bewerten, wie er will. Genauso wie die YouTube-Videos. Die kann jeder bewerten, wie er will. Ist mir schnutzpipurscht eigentlich, ja. Bloß, was ich einmal noch dazu sagen wollte, ist, wenn man ein Video gesehen hat und negativ bewertet und man schaut sich das zweite doch noch an, warum auch immer, aus welchem Grund man sich dann, wenn man einen Scheiße findet, sich dann das nächste anguckt und das auch wieder negativ bewertet, dann sollte man sich fragen, ob man sich das dritte noch antut und nicht einfach das sagt, okay, das ist nicht für mich, ich gehe weiter zum nächsten Kanal, den ich ja viel besser finde. Da muss man nicht die anderen auch noch alle negativ bewerten. Also ich meine, es gibt auch so Leute, die wollen einfach nur ärgern und klicken dann immer negativ, 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 wa? Gibt's natürlich auch, kann natürlich auch sein, ne? Also ist natürlich ja, sehr naheliegend so, ja, dass das sowas ist. Weil es ist ja auf jedem Video immer nur einer negativ, einer negativ, einer negativ. Und manchmal sind es zwei, aber das ist dann halt, weil Twitter einer scheiße fand oder nur nach einer Reparatur gesucht hat. Oder weil sich halt zwei auf einmal zusammengetan haben, die dann. Wie auch immer. Überlegt euch gut, was ihr euch angucken wollt und auf dem Kanal, wie gesagt, wird sich nicht ändern. An Thematik, an mein Leben, das wird sich nicht radikal ändern von heute auf gleich, weil ich werde nicht Millionär werden über Nacht und dann auf einmal ein High-Class-Leben führen, wo auf einmal alle tipp und toll und schön ist, wo man dann, ah, genau so was will ich sehen, so reich und schön oder diesen, das und jenes oder eine Action-Serie, weil ich auf einmal Polizist werde und dann die heißen Fälle löse oder Geheimdetektiv oder irgend so ein Scheiß. Ist doch Quatsch, Alter. Könnt ihr euch halt im Fernsehen angucken, die ganzen Schlotter und Klatsch und Scheiß und Tratsch. Es gibt so viele Kack-Sendungen und so, die man sich angucken kann. Dazu gehört nicht, hier ist Real Life, hier ist Langeweile angesagt, hier ist das Leben, wie es ist. Na, und überlegt euch, ob ihr euch das antun wollt.
Und dann müsst ihr nicht nochmal negativ bewerten oder nochmal negativ bewerten. Ist halt auch doof. Macht einen ja auch dann irgendwann, irgendwie muss man sich ja selbst die Frage stellen, hey, was bringt denn hier überhaupt? Ja, fertig aus. Das wollte ich dazu mal sagen. Und genauso ist es auch mit Rädern hier im Laden. Muss jeder selber wissen, ob er hierher kommt mit dem Rad und sich das antun möchte, die Wahrheit zu hören. Und wenn er die Wahrheit nicht vertragen kann, dann muss man aber auch nicht gleich so eingeschnappt sein. So irgendwie aber sich eingeschnappt fühlen. Das ist Quatsch, das ist doch nicht böse gemeint. Ich meine das nicht böse mit der Kim. Die können alle kommen mit den größten Gurken und so. Aber ich muss den Leuten auch sagen dürfen, aus meiner Erfahrung heraus, du, der Draht ist leider Gottes hinfällig. Wirtschaftlich total schaden. Wenn du aus sentimentalen Gründen aufbauen willst, bitte gerne. Kein Thema. Mach das. Aber wirtschaftlich nicht tragbar. Gut, das habe ich gemacht. Das ist dran, das ist dran, das ist dran. Zug ist drin. Bremse ist eingestellt. Das war's. Der Kollege war nämlich schon da und da hatte ich aber noch draußen zu tun. So viel Blabla um nix. Letztlich ist es ja egal. Ich bin ja nicht da, um mit irgendwelchen Leuten recht zu machen oder so, sondern eben nur um mein Leben hier zu leben. Und ich lasse euch gerne daran teilhaben, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann schaut einfach weg. Fertig aus. Mehr kann ich dazu nie sagen. Ja, Mensch, jetzt sieht doch ja nicht mal so schlecht aus hier. Der ist viel zu lang, der Zug. Hier wurde nämlich Folgendes gemacht. Hier wurden die Bremshebel umgebaut von einstmals wahrscheinlich hier gesessen, ne, auf hier oben. Und wenn man die dann hier oben ranbaut, die Bremshebel, ist natürlich der Zug zu lang. Also den sollte man natürlich dann mitkürzen eigentlich. Das hat der liebe Kollege hier nicht gemacht, das werde ich ihm noch machen. Also das mache ich noch so mit. Dafür kürze ich ihm den Zug hier und setze ihm auch ein Stück neue Hülle ein, weil das ist ja totaler Blödsinn, da kann er nicht so fahren. Das kann ich nicht so lassen, das mache ich jetzt noch schnell. Wie gesagt, obwohl es eben nicht Auftrag ist, was auch immer. Lieber mache ich eben die beiden Züge vernünftig hier. Anstatt noch einen Bremsbelag neu, der eigentlich ja nicht muss. Weil hier hinten ist genug Bremsbelag drauf. Mache ich lieber die beiden Züge. Und viel ist ja nicht los heute, also das wird es auch wohl gewesen sein, denke ich, meine Meinung fast. Mal schauen, eh ein Auftrag. Also ich würde die nicht so annehmen. Da würde ich mir lieber jetzt einen Kranlenker hier reinzimmern. Kann er ja auch machen, noch. Ein bisschen Fleisch haben wir ja hier. Gerader Lenker, der wenigstens so lang ist. Griffe hoch, fertig. Gefahrt. Viel hat er nicht viel Fleisch jetzt. Damit muss er jetzt leben. Mein MX3, Cats MX3 wird Pro gefahren. Ich glaube, wir werden sehen. Also entweder gefällt es dir oder ich finde es. Also entweder man mag das richtig, findet das richtig gut, oder man hasst es. Also wenn man es überhaupt nicht leiden kann, irgendwie so die Art und Weise. Aber wenn man drauf sitzt und so grundsätzlich so ein Rad mag, von der Art und Bauart so, MTB, dicke Reifen, gemütlich fahren. Minimalistisch, dann wird sie es lieben und dann wird sie es nehmen. Also das ist. Mal gucken, ob sie der Typ ist für so ein Rad. Kostet auch ein bisschen Geld, aber steckt auch viel Liebe drin in dem Ding. Oder die Tür auf. Kommt einer? Nö, kommt keiner. Und so.
Schrank gesessen. Sehr geil. Schöner Auftrag. Also kein schönes Rad unbedingt, aber ein schöner Auftrag. Hinterher ist es wieder top, tippitoppi. Was ist? Ich sage, hinterher ist es ja wieder tippitoppi. Ja, das macht schon Spaß. Ja, dass Leute sowas machen. Also ich finde das ja gut, weil das ist ja auch dein Business. Ja, ich kann das ja nur aus dem Aspekt nachvollziehen, wie es aber also vorhandene Dinge erhalten. Ne? Und sie hat es ja offensichtlich auch mal neu gekauft. Und sie würde sich ja auch nur wieder so ein Rad kaufen, auch neu. Und da ist die Überlegung, eben der doppelte Zahn oder eben die Hälfte zahlen. Ja gut, so gesehen, aber ja. Ja gut, eben. So denke ich halt. Ist ja gewohnt. Ich finde das ja gut, das ist, ich bin immer nur überrascht, ja, auch bei dem ich auch nicht verkauft habe. Das ist nicht. Aber es ist halt, aber dafür brauche ich so was auf und da würde sie dann zum Beispiel gucken, ja, wenn ich das Rahmen was anschaue. Was soll ich denn damit? Das ist halt, wenn er 20 Euro für den Rahmen gibt, bin ich so zufrieden. Ist nach dem Motto. Aber davon leben wir ja. Also so oder so, davon lebt meine Leidenschaft von so was und davon lebt einfach meine Familie. Das ist einfach mal so. Weil das ist ja ja nicht produktiv gewesen. Ich meine, aber ja. Also diesen New Old Stock Teiler habe ich auch teuer bezahlt. Da ist das ein bisschen. Ich glaube, Kiste kann ich im Grunde dann verlassen und fahre in die. Wie heißt denn das noch? Ab so 20, was sind das? 12 oder 20?